Hier auf Jersey in der Commercial Street 32 sitzt Gold Money. Wir sind verabredet zum Videointerview. Hier geht's rein. Guten Morgen, Frau Johansen. Hallo, Janneke. Warum heißt ein Goldkonto bei Gold Money Holding? Wir bezeichnen alle Kundenkonten als Holdings, einfach um klarzustellen, dass wir keine Bank sind. In der Holding kann der Kunde alle Transaktionen einsehen und zudem wird der Edelmetallbesitz des Kunden aufgezeichnet online. Der Kunde kann 24 Stunden auf die Holding zugreifen. Was ist der Unterschied zwischen einer Basic und einer Full Holding? Die Basic Holding kann schnell online eingerichtet werden und es können innerhalb weniger Minuten die ersten Einzahlungen vorgenommen werden zum Kauf von Edelmetallen. Die Umstellung auf eine Full Holding ist kostenlos und kann ebenfalls jederzeit vorgenommen werden. Kontoführungsgebühren fallen nicht an. Mit der Full Holding haben Sie zudem die Möglichkeit, die Lieferung und Abholung von Barren zu vereinbaren. Und zudem können Sie verschiedene Bankkonten für Einzahlungen und Auszahlungen nutzen. Also der erste Schritt ist sozusagen die Basic Holding, die man sich online einrichten kann und innerhalb von wenigen Minuten einem zur Verfügung steht. Man kann quasi risikofrei Gold Money ausprobieren und später immer noch erweitern mit dem Postident-Verfahren, sich zu legitimieren und dann weitere Services wie beispielsweise sich Gold ausliefern zu lassen, nutzen. Das ist richtig, genau. Besonders für deutsche Kunden ist das Postident-Verfahren attraktiv zur Verifizierung der Full Holding. Dem Kunden ist es grundsätzlich überlassen, ob er zuerst eine Basic Holding einrichten möchte, um zu testen, wie funktioniert das, oder ob er direkt eine Full Holding einrichten möchte. Das hängt allein von Ihrer Entscheidung ab. Fällt für mich als Kunden da irgendwelche Gebühren an, wenn ich das Konto erstmal nur ausprobieren möchte? Nein, keinerlei Gebühren. Gebühren entstehen erst, wenn Sie Edelmetalle kaufen. Keine Kontoführungsgebühren. Warum sitzt Gold Money auf Jersey? Jersey ist ein international anerkanntes Finanzdienstleistungszentrum mit sehr stabilen Rechtssystemen. Ein weiterer Grund, warum Gold Money Jersey als Standort gewählt hat, sind die hohen Standards im Eigentumsrecht und außerdem im Datenschutzbereich. Zudem ist Jersey nicht Mitglied der Europäischen Union. Was sind die interessanten Vorteile, die für eine Edelmetallanlage bei Gold Money sprechen? Sicher, bequem und schnell. Das sind unsere Attribute. Zudem bieten wir verschiedene Edelmetalle, 4 Edelmetalle, Lagerungsstandorte in 5 Ländern und Kunden können 9 verschiedene Währungen wählen, um Einzahlungen vorzunehmen. Sehen Sie Gold auch als eigene Währung an? Ja, natürlich. Um es mit den Worten von Gold Money Gründer James Turk auszudrücken, Gold ist Geld, basta. Wo wird das Edelmetall gelagert? Kunden haben die Möglichkeit, beim Kauf von Edelmetallen den Lagerungsstandort frei zu wählen. Wir haben Tresore in 5 verschiedenen Ländern und die Tresore werden betrieben von gestandenen Unternehmen wie zum Beispiel Viamat und Brings. Die einzelnen Länder sind Schweiz, was besonders interessant ist vielleicht für deutsche Kunden, Großbritannien, Kanada, Singapur und Hongkong. Und wie erkennt man, wem welches Gold gehört? Alle Edelmetalle werden in zugewiesener Lagerung aufbewahrt. Das bedeutet, dass kein Kontrahentenrisiko besteht und die Edelmetalle befinden sich im Besitz des Kunden. Zudem hat jeder Kunde die Möglichkeit, Barren im eigenen Namen zu registrieren. Hierzu richtet der Kunde bei der erstmaligen Registrierung ein Kennzeichen ein, unter dem dann die speziellen Barren gelagert werden. Kann man sich das so vorstellen, man überweist von seinem Girokonto auf die Holding von Gold Money ein Geldbetrag und online klickt man dann, ja, ich möchte Gold kaufen und in dem Zuge führt dann Gold Money eine Order aus und legt dann das Gold in den Lagerort, beispielsweise Schweiz. Genau, so ungefähr ist es vorzustellen. Wir haben natürlich ein gewisses Inventar in allen Tresoren, sodass wir relativ
kurzfristig die Order bestätigen können. Sollten wir größere Order oder viele Order an einem Tag bekommen von verschiedenen Kunden, müssen wir natürlich uns mit unseren Lieferanten in Verbindung setzen, weitere Goldbestände ordern, zu unseren Tresoren liefern lassen und sobald das geschehen ist, können wir die Order entsprechend bestätigen. Ich stelle mir das so vor, dass ein Kleinsparer quasi einen Anteil von einem großen Goldbarren gehört und es gibt dort eine Liste, wo dann draufsteht, so und so viel Gold von diesem Barren gehört mir. Und Großinvestoren, die können sogar ganze Barren kaufen, wo dann namentlich hinterlegt wird, dass dieser Barren, der in diesem Investor gehört, ist das, kann man das so übersetzen? Ja, das ist korrekt. Good Delivery Barren, das sind die sozusagen großen Barren, für Gold sind das 400 Unzen, können durchaus von mehreren Kunden besessen werden. Das heißt, verschiedene Kunden besitzen Anteile dieses Goldes. Sie erwähnten, größere Kunden können Barren registrieren. Das besteht genauso für mittlere oder kleinere Kunden, da wir die Registrierung von 100 Gramm Goldbarren anbieten. Kann jederzeit vorgenommen werden. Das ist ein neuer Service, den wir seit kurzem anbieten. Genau, da stelle ich gleich nochmal die Frage, ab welchem Investitionsvolumen kann man Goldbarren auf sich selber registrieren? Das geht los mit 100 Gramm. Die nächstgrößere Einheit ist 1 Kilogramm und für Gold dann die nächste Einheit der Good Delivery Barren mit 400 Unzen, was ungefähr 12 Kilo sind. Ab welchem Vermögen kann man Kunde bei Gold Money werden? Da gibt es keine Begrenzung. Sie können jeden Betrag zum Kauf von Edelmetallen einsetzen. Welche Gebühren fallen bei Gold Money an? Beim Kauf von Edelmetallen fällt eine Kaufgebühr an, die sehr gering ist im Vergleich zu anderen Anbietern. Für Gold zum Beispiel geht das los mit 0,98% bis zu 2,74% und das ist abhängig von der Kaufsumme. Das heißt, je mehr Sie kaufen, umso geringer ist die Gebühr. Es entsteht eine Gebühr für die Lagerung von Edelmetallen, die monatlich in Abzug gebracht wird. Die Lagerungsgebühr beinhaltet Versicherung, Buchführung, Inspektion der Tresorbestände und die gesamte Verwaltung. Versichert sind die Edelmetalle gegen Diebstahl und die Gebühr am Beispiel von Gold wieder geht los mit monatlich 0,01%. Wenn Sie Edelmetalle verkaufen, entsteht keine Gebühr. Die Gebühr beträgt 0%, das heißt, Sie erhalten den aktuellen Marktwert des Edelmetalls ohne jegliche Abschläge. Warum gibt es Gold Money? Als James Turk und Jeff Turk im Jahr 2001 Gold Money gegründet haben, wollten sie eine Online-Plattform einrichten, die jedermann nutzen kann und die es für jedermann möglich macht, Edelmetalle schnell und sicher zu kaufen und zu lagern. Dies ist ihnen gelungen, denn wir haben mittlerweile mehr als 22.000 Kunden aus 105 verschiedenen Ländern. Als ich bei Facebook gepostet habe, dass ich heute hier diesen Interviewtermin habe, hat ein Leser die Frage gestellt, ob man bei Gold Money anonym Gold kaufen kann. Ist das möglich? Aufgrund der Tatsache, dass wir hier mit der Jersey Financial Services Commission reguliert sind, was ein vergleichbares Unternehmen zu der deutschen BaFin ist, muss ich das verneinen. Wir müssen die Kundenidentität identifizieren und zudem die Anschrift des Kunden. Das heißt, der Kauf inkognito mit Gold Money ist nicht möglich.